Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und heute geht es nicht um die Ballerei, aber es geht dennoch um Tarkov und zwar um die Settings, um meine Settings, meine ganz persönlichen. Letztens im Stream hat mich Ghost gefragt, ob ich nicht mal ein Video über meine Settings bauen könnte. Das möchte ich heute tun. Und so, vorab noch eine kurze Erklärung. Ich habe halt zwei Systeme, ein älteres, ein neueres. Das ältere System ist halt mit meiner GTX 1080 ohne Ti hinten dran bestückt und hat 32 GB RAM. Das neue System hat eine RTX 3090 mit 64 GB RAM. Welche Probleme es gab, auf welchem System, mit welchen Einstellungen, was ich alles getestet habe, was bei mir persönlich funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, das möchte ich euch heute zeigen. Dann lasst uns einfach mal anfangen. Gucken wir uns erstmal ein Praxisbeispiel an oder zwei Praxisbeispiele. Eins ist auf Woods, eins auf Resort. Warum habe ich Woods gewählt? Erstens, weil es meine Lieblingsmap ist natürlich, aber das war nicht ausschlaggebend. Der ausschlaggebende Punkt war halt, weil es eine große Map ist und wir ja viele Bäume, viele Schatten, viele Sträucher, viel, viel Gras haben. Das sind alles so Performance-Fresser, Performance-Killer. Aber wir sehen immer noch, wir sind noch weit über dem 80er FPS-Bereich, fast an die 90 ran. Werden gleich einen kleinen Einbruch sehen. Wie aktuell gerade sehen wir es jetzt auf die 70 runter. Ich weiß nicht, ob es an dem Wechsel von der neuen Map, also von der Erweiterung rüber an die alte Map liegt, in den alten Bereich sozusagen. Kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Aber wir erholen uns gleich wieder und sind schon wieder auf 80 FPS. Man muss auch bedenken, dass die Aufnahme des Videos ja selbst auch noch ein bisschen Ressourcen frisst und so weiter. Das macht ihr ja wahrscheinlich nicht. Gut, das wäre es erstmal auf Woods soweit. So, und dann nochmal ein bisschen Praxis auf Reserve. Reserve ist ja auch verschrien als FPS-Killer. Kein Mensch weiß warum, man munkelt noch. Ist aber, wie wir sehen können, aktuell auch, sind wir im 90er-Bereich, 80, 90, sind ja auch machbar mit der 1080. Auch der Wechsel von draußen nach drinnen, also in die Gebäude rein, gelingt problemlos, ruckelfrei. Ja, auch hier wieder 85 FPS. Wir bewegen uns halt in einem guten FPS-Bereich. So, jetzt gehen wir wieder raus und auch hier wieder keine Probleme. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den Settings. Das sind meine Game-Settings. Dazu gibt es eigentlich so nicht viel zu sagen. Ich lasse es euch mal kurz stehen. Ihr könnt das Video anhalten, euch dran orientieren. Ansonsten geht es gleich weiter mit den Grafik-Settings. So, dann sehen wir hier, dass ich mit einer Auflösung von 2560x1440 spiele. Also kurz gesagt 1440p. Meine Texturqualität habe ich auf hoch, meine Schattenqualität auf niedrig. Man kann es aktuell nicht ändern, weil ich die Settings gerade im Game aufgemacht habe und man die dort nicht neu setzen kann. Die LOD-Quality, also die Level of Details-Quality, habe ich auf 2 runtergezogen, also die vergeht es nicht. Die Overall Visibility habe ich auch ganz runtergezogen. Mein Anti-Aliasing habe ich auf FXAA, das reicht auf meiner 1080. Das Resampling habe ich einmal und off, das HBAO ist off, das SSR ist off, Anisotrop Filtering ist off. Anisotrop Filtering würde jetzt nicht so viel Performance nehmen. Ich habe gelesen, es nimmt ungefähr 5% des Spiels weg, aber ich brauche es halt nicht. Das ist halt nur, dass du in der Ferne die Texturdarstellung besser siehst, als dass die halt, naja, wenn ihr es wissen wollt, lest es euch durch. Ich kann euch mal unten einen Link reinhauen unter das Video. Wen es interessiert, kann sich es durchlesen. So, dann NVIDIA Reflex Low Latency ist on und on, 1, 2, 3, on und auf Boost. Die Sharpness habe ich runtergezogen auf 0. Die Lobby FPS Limit habe ich auf 50, auf 60 und die Game FPS Limit kann ich aktuell nicht ändern. Das ist darauf zurückzuführen, weil ich ja NVIDIA Reflex aktiviert habe. So, High Quality Color habe ich aus, Z-Blur habe ich aus, chromatische Apparation ist aus, Noise, Cast Shadow, alles aus. Brauche ich alles nicht. Last but not least, noch meine Post-FX Settings. Gibt es jetzt ja auch nicht so viel zu sagen. Also ich habe es halt so nach meinem Geschmack. Könnt ihr in-game einstellen, könnt ihr ein bisschen rumprobieren, was euch am besten liegt. Das wären so meine Settings. Gibt dazu jetzt nicht so viel zu sagen. Man mag es oder man mag es nicht, je nachdem. Ich lasse es euch mal kurz stehen oder könnt das Video anhalten.
Und dann geht es gleich wieder weiter mit den NVIDIA-Settings. Gut, damit kommen wir zu den NVIDIA-Settings. Die findet ihr unter 3D-Einstellungen, 3D-Einstellungen verwalten. Dann kommt ihr in so ein kleines Dialogfenster mit zwei Reitern, die globalen Einstellungen und die programmspezifischen Einstellungen. Das sind auch die Einstellungen, die uns jetzt interessieren. Die globalen Einstellungen erstmal nicht. Wir übernehmen stellenweise globale Einstellungen, aber ich gehe jetzt erstmal auch auf die Punkte ein, die mir halt besonders wichtig sind, wo ich denke, ja, die haben für mich funktioniert, die haben mir echt den Boost gebracht, sozusagen FPS. Gut, fangen wir am besten mal an. So, globale Einstellung, scharfstellender Bilder habe ich aus, das braucht kein Mensch erstmal. Anisotrope Filterung haben wir auch aus, oder ich besser gesagt, das war ja der Punkt, wo ich gesagt habe, es bringt euch, wenn ihr es einstellt, wohl nicht so viel Performanceverlust, aber wir wollen ja versuchen, das Maximum rauszukitzeln. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es das Maximum ist, schlechthin, was man aus der 1080 hier rausholen kann, aber für mich hat es halt funktioniert, ja. Ich bin halt von 60, ich habe immer so eine Performance zwischen 60 und 70 FPS schwankend gehabt, mehr so um 60 runter. Wie wir gesehen haben in den Beispielvideos, komme ich jetzt auf über 80, 90 FPS. Das ist schon eigentlich ein guter Schnitt sozusagen. Das muss man erstmal hinkriegen. So, dass die Kantenklettung der Texturen habe ich ausgestellt. Das überlasse ich dem Programm sozusagen. Seht ihr ja auch hier anwendungsgesteuert. Was gab es noch Wichtiges? Die Energieverwaltung habe ich von optimaler Leistung oder adaptiv hoch auf maximale Leistung. Das Ding muss powern, das muss unter Volldampf laufen, das Ding. Ich will nicht, dass meine Grafikkarte erst anfängt hochzufahren oder unter Last zu fahren, wenn es benötigt wird. Die soll halt immer sofort da sein. Hintergrundanwendung interessiert uns ein Scheiß. Maximale Bildfrequenz habe ich ausgestellt. Und zwar aus dem Grund, weil ich keine Akkulaufzeit sparen muss, sozusagen. Ja, wir wollen das Ding halt wirklich unter Last betreiben und die Systemlatenz dann so gering wie möglich. Praktisch diese An-Aus- oder Schalt-Runter-Fahr-Wieder-Hoch-Schwankungen, die wollen wir halt nicht haben. So, Modus für geringe Latenz, der ist jetzt auch wichtig. Man kann es durchaus ausstellen. So, ich habe es also für mich auf Ultra gesetzt. Und zwar ist das im Hinblick auf V-Sync oder G-Sync halt ein guter Mittelwert, glaube ich, sozusagen. Und damit fahre ich eigentlich so am besten. Ich hatte es mal auf Aus, das hat mir nicht so viel gebracht. Ich hatte, glaube ich, dann kleine Ruckler noch drin damit habe ich es, glaube ich, hoffentlich behoben. Ich weiß nicht, ob es allein daran liegt, kann ich euch jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber das hat für mich funktioniert. Was haben wir noch? Das interessiert uns erstmal alles nicht. Genau, der Punkt vertikale Synchronisierung. Das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, hier könnt ihr echt viel FPS noch rauskitzeln, und zwar, wenn ihr die vertikale Synchronisierung auf ausstellt. Das Problem ist nur, dass ihr dann zwar wirklich gut FPS-Boost nochmal bekommt, aber das Bild verschmiert, es tiert sozusagen, es zerreißt, und war bei mir, ich habe das hier auf der 1080 nicht probiert, aber auf der 3090 war kaum merkbar, aber ich wollte es halt doch nicht, also habe ich mich hier für schnell entschieden, und schnell scheint wohl ein guter Mittelweg zu sein, das schreiben sie auch hier drunter, ist wohl ein guter Mittelweg sozusagen, das optimal rauszuholen, aber trotzdem das Zerreißen des Bildes doch so klein oder so gering wie möglich zu halten. So, das wären jetzt erstmal meine Settings für die 1080, die NVIDIA-Settings. Ich fahre nochmal langsam durch, dann könnt ihr das Video dann langsam nochmal mitlaufen lassen, anhalten und euch die einzelnen Settings nochmal angucken, wenn ihr mögt. So, Dreifachbufferung, dann war das jetzt hier. So, dann Texturfilterqualität. Ach so, weiter geht's gar nicht mehr. So, da sind wir schon. Gut, dann sehen wir uns gleich weiter, wenn es um die 3090 geht. Bis gleich. So, dann kommen wir nun zur RTX 3090 und den Einstellungen für diese Karte. Und ich muss sagen, das letzte Wort ist scheinbar da auch noch nicht gesprochen. Ich weiß halt noch nicht, woran es liegt. Es gibt immer mal so kleine Einbrüche. Ich habe so im Schnitt so zwischen 95 und 100 FPS. Das Problem ist dann, dass es auch manchmal 120 sind, und dann fällt es schlagartig ab auf 80 oder unter 80 sogar. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist nicht immer so, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht reproduzieren. Das Problem ist halt,
dass 80 FPS ja immer noch viel sind. Aber wenn du von 120 runter auf 80 fällst, fehlen dir einfach mal 40 FPS. Und das merkst du so dermaßen im Spielfluss, dass es richtig regelrecht störend ist. Ich werde es euch in den Beispielen gleich nochmal zeigen. Dann werdet ihr es auch sehen. Da kommt das ab und zu mal vor. Ich weiß nicht warum. Es ist nicht immer so. Und wie gesagt, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass halt die 3090 noch eine relativ neue Karte ist, dass Tarkov halt noch nicht wirklich optimiert ist in der Hinsicht und so. Und wahrscheinlich spielen da einige Faktoren rein. Gut, aber fangen wir erstmal wieder an mit einem Beispiel. So, dann nochmal ein kleiner Testlauf auf Woods mit der RTX 3090. Nachdem ich eigentlich so meine Settings alle soweit in den trockenen Tüchern habe, wollte ich mal sagen, ich habe immer noch kein richtiges Vertrauen, aber wir haben, wie wir sehen, immer durchschnittlich 120 FPS und das ist eigentlich schon gar nicht mal so übel. Bricht ab und zu mal ein bisschen ein, ein bisschen. Damit kann ich aber eigentlich leben. So, ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich hoffe, es bleibt so, wäre schön. Die kleinen Einbrüche, die kleinen Lags habe ich irgendwie hier nicht. Und ja, dann kommen wir auch zu den Settings, Ingame-Settings. Ja, beim Game selber gibt es nichts, es ist wie gehabt. Hier auch die Auflösung, alles wie gehabt. Der einzige Unterschied ist hier beim Anti-Aliasing, also bei der Kantenklettung. Da habe ich den temporalen Anti-Aliasing-Algorithmus gewählt. Soll wohl besser sein, soll ein besserer Algorithmus sein, mehr Fülle ins Spiel bringen, hat aber wohl angeblich auch den Nachteil, dass er eine Bewegungsunschärfe mit reinbringt. Konnte ich jetzt so noch nicht feststellen, beziehungsweise als störend feststellen. Passt also für mich. So, und dann kommen wir gleich mal zu den NVIDIA-Settings. Die NVIDIA-Systemsteuerung öffnen. Bei spezifischen Programmeinstellungen den Reiter auswählen, Tarkov auswählen. Falls ihr es nicht da in der Liste habt, dann auf Hinzufügen klicken. Falls es hier nicht in der Liste ist, dann auf Durchsuchen klicken, den Installationsordner aufsuchen, dort die Tarkov-Exe auswählen. Und auf OK klicken, dann erscheint es auch hier und dann könnt ihr eure Einstellungen vornehmen. So, anisotrope Filterung habe ich hier mal anwendungsgesteuert gelassen. Ich habe sie ja in der Anwendung selber ausgeschaltet, glaube ich, ja, doch ja. Anti-Aliasing habe ich aus, obwohl ich im Tarkov selbst die temporale Kantenklettung aktiviert habe. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt dann das letzte Wort hat. Wahrscheinlich kann ich es bei Tarkov dann auch noch rausnehmen, keine Ahnung. So, dann kommen wir mal wieder zu den eigentlich wichtigen Einstellungen, wo ich sage, okay, das hat es mir im Endeffekt gebracht. Das ist einmal wieder der Modus für geringe Latenz, wieder auf Ultra, maximale Bildfrequenz aus. Was haben wir noch? Ja, genau, vertikale Synchronisierung auf schnell. Könnt ihr es auch auf ausstellen. Hat mir bei meiner 3090 nochmal 10 bis 15 FPS mehr gebracht. Also ich war dann so bei 130, 135 stellenweise. Ist aber wie gesagt mit leichten Nachteilen verbunden. Dieses Zerreißen des Bildes war jetzt nicht sonderlich spürbar, aber man hat es schon gespürt. Und ich glaube, mit der Zeit geht es ja auch richtig auf den Keks. Ganz wichtig nochmal, für mich jedenfalls, weiß nicht, wie ihr das so seht, der Energieverwaltungsmodus, der ist bei mir immer auf maximale Leistung bevorzugen. Gibt hier auch nur noch normale Einstellungen. Beim anderen System hatte ich mehr zur Auswahl, aber hier ist das halt die maximale Leistung. So, das war es eigentlich mit den NVIDIA-Settings. Ich gucke nochmal, ich scroll nochmal langsam durch, damit ihr hinterherkommt. Also falls ihr es euch nochmal angucken wollt, die Werte, die sonst so noch gesetzt sind. Dreifachpuffer, so, dann hier maximale Leistung. Okay, bis runter Texturfilterqualität und dann sind wir auch schon wieder unten. Gut, das war's mit den Settings. Gut, na, dann schauen wir uns jetzt nochmal die ganze Sache ohne PostFX an. Wieder auf Reserve. Die Framerates sind eigentlich ja immer noch im grünen Bereich sozusagen. Immer noch so an die 90 bis 120 FPS. Auch der Wechsel von draußen nach drinnen war jetzt nicht so spürbar. Was hier natürlich,
wieder, ja, jetzt gerade hat man es wieder gemerkt, der Einbruch runter von 110 runter auf unter 80 FPS war schon spürbar und das ist halt das, was mich ein bisschen nervt, wo ich halt noch kein Rezept habe, warum das so ist. Es ist auch nicht immer, aber halt gelegentlich ist das, passiert das halt mal schon, dass man da solche extremen Einbrüche erlebt. Und das ist, ich meine, 80 FPS ist immer noch eine hohe Zahl, aber du spürst halt diesen Einbruch sofort. Jetzt die ganze Sache nochmal mit PostFX. Wir sehen auch wieder 120 FPS oben in der rechten Ecke. Also, ja, kurzer Einbruch auf unter 100. Beim Wechsel von draußen nach drinnen kann schon mal passieren. Ansonsten hat sich's gleich wieder erholt. Wir sind wieder bei 120. Und jetzt hatten wir ja auch keinen so krassen Ruckler drin wie vorhin, als wir ohne das, also im Beispiel ohne die PostFX, läuft hier eigentlich recht geschmeidig durch. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, warum das manchmal so schlagartig einbricht und mich dann hier richtig regelrecht ins Stocken bringt beim Spielen. Kurzen Moment zwar, aber ihr wisst ja alle, was ein kurzer Moment in Tarkov bedeutet. Gut, dann rennen wir nochmal schnell raus. Auch der Wechsel, ein paar FPS haben wir gerade verloren, jetzt rappelt sich's wieder und ja, das war's eigentlich. Gut, was wollte ich noch wissen? Und zwar die Auflösung wollte ich nochmal ändern. Um zu sehen, ob das mir auch nochmal einen FPS-Boost bringt, also habe ich die Auflösung geändert von 1440p auf 1080p. Das ist also von 2560x1440 runter auf 1920x1080, was eigentlich schon eine ganz schöne Menge Pixel spart sozusagen. Aber ihr seht es oben in der rechten Ecke, die Werte sind doch recht ernüchternd. Dafür, dass man so viel spart sozusagen, hat man immer noch eine FPS-Rate zwischen 100 und 120. Also hat es das nicht gebracht und ich habe wieder zurückgestellt auf die 1440p Auflösung. Gut. So, das war's auch schon mit den Settings von mir für die beiden unterschiedlichen Systeme. Einmal für die 1080 und einmal für die 3090. Ja, ich hoffe, ihr könnt irgendwas davon gebrauchen. Würde mich freuen. Falls ja, schreibt es in die Kommentare. Was mich auch interessiert, wie ist es bei euch? Was habt ihr für FPS-Zahlen? Ich hatte ja auch schon mit Leuten gespielt, die 16 FPS hatten in Tarkov und sich hartnäckig durchgesetzt haben. Schönen Gruß an Felix. Ja, wie gesagt, lasst es mich wissen, ob es euch was gebracht hat, wie ihr es so seht. Und denkt dran, Tarkov ist halt immer noch nicht optimiert. Also ich hoffe es sehr, dass es irgendwann mal optimiert wird und wir ein flüssiges Spielen haben alle. Und dass auch der Sound mal irgendwann angepasst wird. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Heute ging es um die Grafik-Settings. Gut, dann, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi.